Willkommen, CryptoFam, zu drei weiteren Cosmos Airdrops. Die ersten zwei sind für die Secret Community und der letzte ist für die Atom, Osmo und Juno Community. Wir fangen direkt an mit The Legend DAO Universe. The Legend DAO Universe ist eine Play-to-Mint-NFT-Plattform bzw. ein Mintlab für Creator und Entwickler, welches aber auch über dem eigenen DAO läuft. Ich werde in diesem Video nicht unbedingt auf die einzelnen Projekte angehen. Ich habe euch alle Links in die Videobeschreibung gepackt. Falls ihr mehr über die einzelnen Projekte, wie gesagt, lernen wollt, lesen wollt, klickt da drauf, informiert euch und wie gesagt, do your own research. Wir fangen hier aber direkt mit dem Airdrop an. Und zwar haben wir hier eine Bestätigung von dem Airdrop. Wie hier in den Kommentaren steht, sind die Nummern und Zahlen alles drum und dran einfach nur Platzhalter. Heißt, der Airdrop-Date vom 12. April stimmt nicht. Wahrscheinlich das Minimum von dem gestakten Secret auch nicht. Und wie wir hier weiter unten sehen, ist es auch komplett egal, auf welchem Validator ihr staked. Ihr müsst auch nicht einen haben, könnt mehrere haben, wie ihr wollt. Schaut euch, wie gesagt, die Webseite selber durch. Hier gibt es viel zu lesen und viel zu lernen. Wir machen aber direkt weiter mit dem zweiten Airdrop. Und zwar ist es Obscure Finance. Obscure Finance wird mit dem Airdrop auch nur für die Secret Staker. Und wie wir hier sehen, gibt es 150 Millionen Tokens, die an die Secret Community rausgeht. Dann gibt es hier nochmal ein Dokument, auf das wir draufklicken können. Hier sehen wir auch, dass der Snapshot zeitgleich mit dem Shade-Protokoll passiert ist. Jeder, der seine Secret-Tokens zwischen dem 7. November und dem 13. Dezember gestaked hat, ist qualifiziert für den Obscure Airdrop. Hier sehen wir auch, dass es einen Total Supply von 500 Millionen gibt. Wie gesagt, 100 Millionen werden an die Community geairdroppt und man muss eine Mindestanzahl von 5 Secret gestaked haben. Falls ihr hier noch einen von den drei NFTs habt, bekommt ihr hier auch einen Airdrop-Bonus. Und wie gesagt, lest euch hier die ganzen Docs durch. Wir machen aber wieder direkt weiter mit dem dritten und letzten Airdrop für heute. Und zwar ist der CircleFi Airdrop. Dieser geht an die Cosmos Community, also an die Osmo, Atom und Juno Staker. Hier gibt es dann auch nochmal ein weiteres White Paper, das wir auch zusammen kurz durchgehen. Der Snapshot ist am 1. März passiert. Es gibt noch kein genaues Datum für den Airdrop. Er wird aber im April stattfinden, wie hier steht. Und genau, wenn ihr zwischen dem 2. Januar und dem 1. März gestaked habt, seid ihr auch qualifiziert für den CircleFi Airdrop. Wie hier auch steht, sind nur die Cosmos-User qualifiziert für den Airdrop. Also wenn ihr Luna gestaked habt, leider nicht. Aber es wird noch genug Airdrops für euch geben. Hier unten sehen wir auch einen Total Supply von 1 Million Tokens. Und 6 Millionen Tokens werden an die Atom, Osmo und Juno Staker rausgehauen. Und dann gibt es noch 4 Millionen für die Non-Delegators. Der Airdrop für die Non-Delegators bildet sich aus ein paar Sachen, die ihr auf Twitter erledigen müsst. Heißt einmal Followen und Retweeten, dem Telegram-Channel joinen und hier die Benachrichtigungen anzumachen. Ich werde bis jetzt nur an dem normalen Airdrop teilnehmen. Ihr könnt beides machen und jo. Jetzt nochmal hier, was CircleFi ist. Und zwar ist CircleFi die erste Plattform, die NFTs, DeFi und Spiele zusammen auf eine Plattform bringt. Die Mission von CircleFi ist es, neue Möglichkeiten für Spiele zu entwickeln, weil sie natürlich jetzt viel zu teuer sind oder es viel zu viele Spieler gibt. Und wenn man dann jetzt erst anfängt, wird es schwierig, da aufzusteigen. Der Link ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, das war's mit den drei kurzen Infos zu den drei Airdrops, also zwei Secret Airdrops für die Community und einmal für die Cosmos Community. Ich hoffe, ihr habt alle noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.